Nach einer zweimonatigen Pause gehen die Arbeiten an den Rad- und Gehwegen in der Liebnitzstraße weiter. Zunächst wird der Radweg auf der Ostseite bis zur Bachstraße fertiggestellt. Dazu gehört auch die Einrichtung einer neuen Straßenbeleuchtung auf dieser Seite. Im Anschluss daran verlagern sich die Arbeiten auf die Westseite. Dort werden die vorhandenen Rad- und Gehweganlagen sowie die Straßenbeleuchtung zurückgebaut und komplett neu erstellt. Außerdem wird eine Querungshilfe in Form einer Mittelinsel auf der Höhe der Kastanienstraße errichtet. Die Baumaßnahme soll am 10. August beendet sein. Es wird aber eine Verkürzung der Bauzeit angestrebt. Um diese zu erreichen, wird die Liebnitzstraße in Nord-Süd-Richtung zur Einbahnstraße. Der Verkehr aus Richtung Süden in den Norden wird über die Plauer Straße, Plauer Chaussee, Verbindungschaussee, Neukruger Straße zur Rostocker Straße umgeleitet. Die Fußgänger und Radfahrer können die jeweils nicht im Bau befindliche Seite der Liebnitzstraße benutzen. Nachdem es in den ersten Tagen der Baumaßnahme zu erheblichen Staus in der Innenstadt kam, hat die Stadtverwaltung eine Wirkungskontrolle durchgeführt. Im Ergebnis dieser wird der Poller in der Domstraße bis zum Ende der Bauzeit bereits ab 6 Uhr abgesenkt. Darüber hinaus ist die Stadt an das Straßenbauamt herangetreten, um die Optimierung der Ampelschaltungen prüfen zu lassen.